Hallo und herzlich willkommen zu The Last of Us Part 2 und dem Beagle. Jetzt sind wir schon bei The Last of Us 2 angekommen. Uiuiui. Uiuiui. Das wird auch ein recht langes Projekt, denke ich, werden. Das Spiel ist recht lang. Geht mit Ellie und Joel weiter und natürlich mehr. Ist ungefähr 5 Jahre, meine ich, nach dem ersten Teil. Sprich, Ellie ist schon eine junge Frau mittlerweile. 14, 5, ja, 18 ist sie dann. Was kann ich euch generell über The Last of Us Part 2 sagen? Ich werde es übrigens dann im Laufe immer nur vorstellen mit Willkommen zu Last of Us 2. Der Einfachheit halber. Es ist 2020 erschienen. Am 19. Juni sehe ich gerade. Also vor ungefähr einem Monat und ein paar Tagen. Wurde von Naughty Dog entwickelt und Sony gepublished. Ist damit ein PlayStation und 4 Exklusivtitel. Es gab kein Upgrade auf die PlayStation 5. Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, ob es ein Upgrade gab. Damit 40, 60 FPS möglich sind, ich weiß es nicht. Okay, das ist an, dann hätten wir das. Ich habe das Spiel schon einmal durch, aber tatsächlich wirklich nur einmal. Nicht wie Last of Us, der erste Teil. Ich bin gespannt. Es wird bei mir auf dem Kanal so sein, dass The Last of Us 2 jetzt gerade ein klein bisschen vor dem September startet. Und am 2. September geht es bei mir dann los mit dem Remake des ersten Last of Us. Wird also parallel bei mir kommen, im Grunde. Das kann ordentlich was zur Handlung beitragen. So wird auf Mittel gespielt. Endgültiger Tod, bin ich denn irre? Okay. Dann sehen wir uns gleich. Ah, das ist das Ladefenster. Ist okay. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich sollte sie zu den Fireflies bringen und dann gehen. Wir haben zusammen das halbe Land durchquert. Sie suchte nach einer Bedeutung für ihre Immunität. Irgendwann habe ich selbst an diese Heilung geglaubt. Vielleicht wollte ich sie nicht hängen lassen. Dann kamen wir an. Bei den Fireflies. Durch sie hätten sie tatsächlich ein Heilmittel entwickelt. Aber dabei
Wäre sie gestorben. Was machst du hier drin? Du kannst sie nicht mitnehmen. Es geht um die Zukunft. Denk an die Leben, die wir retten. Scheiße, Mann, Joel. Was hast du gemacht? Das ist... wirklich krass. Wie viel weiß Ellie? Sie glaubt, es waren nur Tests und ihre... Immunität... bedeutet nichts. Das hat sie geglaubt? Sie hat's so hingenommen. Wir sollten zurück. Ach, tja. Wir wussten es ja damals schon, dass Ellie das eigentlich nicht wirklich hingenommen hat. Nur nichts gesagt hat. Und Joel weiß das auch. Er weiß es einfach. Ich finde es interessant, dass er jetzt eine Gitarre hat. Er hatte im ersten Teil ja erwähnt, dass er sehr, sehr gern Gitarre spielt. Ah, so kann ich schneller reiten. Jacksonville. Ein Fleckchen Paradies. Genieß jetzt einfach gerade ein bisschen die Landschaft. Es wird noch actionreich genug.
finde, es sieht sehr, sehr schön aus hier. Wir haben ja von Jacksonville nur gehört das letzte Mal. Los. Jetzt sehen wir es auch. Schon okay, ich mach das. Geh schon. Sicher? Ja. Okay. Was wir vorhin besprochen haben. Ich hätte es wohl genauso gemacht. Ich nehm's mit ins Grab, wenn's sein muss. Bis später, Tommy. Ich find's unglaublich toll, dass Tommy trotz allem, was ja auch zwischen den beiden vorgefallen ist, unglaublich treu ist. Über seinen Bruder kommt einfach nichts. Ellie? Scheiße. Mann, hast du mich gerade erschreckt. Ich hab geklopft, aber... Hey. Hey. Was ist denn, Joel? Ich schau noch mal rein. Die Leute, sie reden davon, wie beeindruckt sie sind von dir und wie gut du hier hilfst. Ist doch schön. Ja. Tommy und ich sind neulich ausgeritten. Und er... erzählte einen Witz und ich dachte an dich. Oh Mist, ich hab's vergessen. Irgendwas mit einer Uhr. Was ist der... Joel, es ist ziemlich spät. Und ich muss in ein paar Stunden aufstehen. Ja, aufstehen. Ich weiß. Ich lass dich gleich in Ruhe. Ich wollte nur... Ich will dir etwas zeigen. Gib mir nur eine Sekunde. Unangenehm. Was ist das? Manche nennen das hier Gitarre. Lustig. Soll ich was spielen? Okay. Okay. Versprich mir, dass du nicht lachst. Werde ich nicht. Ehrlich. Ich verlasse mich drauf. What? Das mache ich auch noch? Man merkt übrigens, dass die Spannung zwischen den beiden halt gegeben ist. Sometimes you succeed.
make this man of me. Oh, my stolen missing parts are no need for anymore. 'Cause I believe, 'cause I can see our future days, days of you and me. So, das war's. Naja, gar nicht mal so übel. Na, das ist doch schon was. Die gehört dir. Nein, ich habe doch keine Ahnung. Ich habe versprochen, es dir beizubringen. Hast du. Na, was sagst du? Morgen Abend? Erste Stunde? Okay. Okay. Weißt du den Witz wieder? Warum sollte man keine Uhr essen? Es verschlingt Zeit. Der ist schlecht. Das ist dämlich. Träum schön. Ah, 4 Jahre, okay. Oh, Scheiße. Verdammt. Hey. Morgen. Sorry, ich hab total verschlafen. Gib mir eine Minute, ich zieh mich schnell an. War wohl noch ganz schön was los, als ich weg war. Ich. Sie hat mich geküsst. Das war einfach nur typisch Dina. Es hatte nichts zu bedeuten. Ich meinte eigentlich deinen Streit mit Seth. Warte. Du und Dina? Ihr Blick. Ich dachte, dass... Wir sind eine Woche getrennt und du machst dich an sie ran? Nein. Sie wollte dich bestimmt nur eifersüchtig machen. Ich hab nicht... Ich würde echt nie... Oh, fuck, ist das peinlich. Ich zieh dich nur auf, Mann. Es ist mir egal. Zieh dich an. Oh. Du bist so ein Idiot. Schon eine schräge Nummer von dir. Hab dein Zeug zusammen, wir sind schon spät dran. Ja, wir sind schon spät dran. Oh, Ellie. Riecht okay. Nee, ich im Ernst. Das ist ja ernst. Ich schau mich jetzt kurz zu mir um. Man hat's gesehen, die Stimmung zwischen Ellie und Joel war semi. Sie hat's ihm sehr übel genommen. Und trotzdem, sie hat es versucht, genauso wie er. Okay. Im Ernst, Ellie? Es ist ihr Ernst. Ist das dieses Teenager-Dasein? Naja. Und ja, das gab's damals, es gab 2020 dann einen riesen Aufschrei. Oh mein Gott, Ellie ist lesbisch. Das war nicht nur irgendwas, was Left Behind sich ausgedacht hat. Nein, das wurde weitergemacht. Hey, ist Joel wach?
Im Norden wurde in die Zirkel gesichtet. Aber ja, ihn und Tommy früh losgeschickt. Oh, Scheiße. Ja, haben bestimmt nicht lange geschlafen. Jedenfalls nicht so lange wie du. Ach, Klappe. Wollte gerade aufstehen. Wirklich. Hast du alles? Ja. Allgemein scheint Ellie pass auf, schon ein paar Klischees zu erfüllen. Ja. Was? Aber das fand ich das für verstanden? Die Story völlig in Ordnung. Geküsst. Sie hat mich geküsst. Und deshalb nannte Seth dich was nicht so Nettes. Yep. Hat Joel ihn geschlagen? Ja, geschubst. Und dann warst du sauer auf Joel. Den Teil raff ich nicht. Mann, schräge Nacht, Mann. Schräge Nacht. Klingt aufregend. Hier sieht es sehr, sehr schön aus. Noch sehr normal einfach. Maria möchte mit dir reden. Wo ist sie? In deiner. Geht's um Seth? Keine Ahnung. Das machen wir noch. Du hast mich nicht gesehen. War ja sehr viel. Zu wem hältst du eigentlich? Entschuldigung. Jess ist der Good Man. Hey, also, alles okay bei uns? Bei dir und mir? Ja, natürlich. Das mit Dina ist vorbei. Und das meint er halt ernst. Ich will nur nicht, dass du denkst... Ellie, alles cool. Versprochen. Ich mag Jess. Er ist auch voll Klischee, aber ich mag ihn total. Also wenn ich in der Apokalypse mit jemandem unterwegs sein will, wäre Jess so einer. Guckt euch an, ist es nicht wunderschön? So normal. Wo ist der Hund? Da ist der Hund. Ich will den Hund kraulen. Hallo. Na, Buddy? Hey, mein Alter. Ja, lass dich kraulen. Ah. Das liebe und hasse ich an The Last of Us 2. Sie haben Hunde eingeführt. Warum ich es hasse, werdet ihr dann noch früh genug erfahren. Erinnert mich ein bisschen an Weihnachtsmarkt, aber es ist wunderschön. Hi, fremde Frau. Tipsy Bison. Echt? Na dann. Willst du was frühstücken? Nein. Wo ist Maria? Hinten. Entschuldigung. Ellie, komm bitte mal her. Ah, die klingt so streng. Seth möchte dir etwas sagen. Ich möchte er das? Hören, was dieser Heuchler zu sagen hat. Tu es für mich. Bitte. Na schön. Seth. Seth, komm her. Scheiße. Hey. Okay. Letzte Nacht habe ich... Ich habe zu viel getrunken. Klar. Ich versuche mich zu entschuldigen. Maria hat gesagt, dass du mit Dina losziehst. Ich habe hier ein paar Sandwiches. Okay. Mit Steak. Danke, Seth. Ja, also... passt auf euch auf. Yep. Ich weiß das zu schätzen. Dass Ellie gar nichts gesagt hat? Heuchler-Sandwiches. Hm, riecht gut. Ich würde die mit Steak nehmen. Sicher? Sicher. Ich bringe euch raus. Okay. Hm. Und hier mache ich jetzt einen kleinen Cut rein. Wir machen nächste Mal weiter. Ich nehme an, dann werden wir auf Dina treffen. Und zusammen losziehen auf Patrouille, denn das ist jetzt unser Leben. Jackson will... erhalten. Jackson will verteidigen. Das geht ja nur mit Patrouille. Um zu gucken, ob zu viele Infizierte um uns rum sind. Und trotz allem scheint das Leben dort schön zu sein. Das finde ich schön. Das haben sie wirklich schön gezeigt. Ja, ja, ja. Also, ihr Lieben. Das war der erste Part The Last of Us 2. Dass wir schon so weit sind. Mensch, Mensch, Mensch. Da freue ich mich. Das wird gut werden. Das wird Spaß machen. Auch wenn heute viel Exposition dran war,
Ist es notwendig, gerade nach Teil 1? Teil 1 ist ja bewusst, glaube ich, so offen geendet, dass man einfach Joel und Ellie so stehen gelassen hat und das mussten sie jetzt weiterführen, haben sie auch getan. Sehen wir dann. Also, ihr Lieben, hinterlasst mir Kommi, verratet mir, ob ihr das Spiel kennt, ob ihr es gespielt habt. Vielleicht nicht gerade, wie ihr es fandet. Bitte vermeidet Spoiler für Leute, die das Spiel eben noch nicht kennen. Es gibt einiges, was man vorweg spoilern könnte. Ich halte mich auch bewusst gerade mit Meinungen und dergleichen zurück. Werde ich erst anbringen, wenn es soweit ist, in den jeweiligen Handlungspunkten. Alles andere wäre Foreshadowing, was man einfach nicht machen sollte. Gut. Also, habt einen wunderschönen guten Tag und haut rein.